Sie sind weiß, hauchdünn und lichtdurchlässig. Diese Porzellanschalen sind kaum mehr als einen Millimeter dick. Der Schweizer Keramikkünstler Arnold Annen reizt sein Material bis an die Grenzen aus. Das transparente Porzellan, das hat mich schon immer fasziniert, weil das rein weiß wie Schnee und man braucht gar keine Farbe dazugeben, weil das Tageslicht ändert sich von Tag zu Tag, und also von Stunde zu Stunde, und dann gibt es verschiedene Färbungen mit Porzellan. Arnold Annen gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen Keramikkünstlern. In der Schweiz war er sogar der Erste, der mit Porzellan derart experimentierte. Seine Schalen sind nicht nur hauchdünn, sondern haben auch einen besonderen Klang. Viele Keramikkünstler lassen ihre Arbeiten anfertigen, Arnold Annen nicht. Er legt in seinem Basler Atelier lieber selbst Hand an. Die Produktion seiner Schalen erfordert nicht nur viel Erfahrung, sondern auch Kraft. Ohne die Hilfe seiner Lebensgefährtin Violette Fassbender würde er nicht weit kommen. Auch sie ist Keramikerin. Er kann einfach nicht gleichzeitig die Scheibe drehen, auf die Uhr gucken und gießen, weil das Gießen ist ja sehr anstrengend. Und da braucht er noch Hände dazu. Für die Herstellung seiner Stücke hat Arnold Annen verschiedene Techniken entwickelt. Zum Beispiel das sogenannte Floating. Mit dem Gasbrenner erhitzt er die Schale, sodass einzelne Stückchen Porzellan von der Oberfläche abplatzen. Zurück bleibt eine interessante Struktur und eine noch dünnere Wandstärke. Ich wollte meinen persönlichen Ausdruck von Keramik geben. Also, und so irgendwo in international Neuland betreten und immer etwas machen. Es hat mich gereizt, immer etwas zu machen, was es noch nicht gibt, international. Und das ist immer ein großer Wettbewerb. Und dort mitzuspielen war für mich sehr wichtig. Und er spielt mit. Weltweit sind seine Werke zu sehen. Arnold Annen stellte schon in den USA, Japan und China aus. Auch weltbekannte Künstler wie Ai Weiwei haben massenweise mit Keramik gearbeitet, wie bei dieser Installation aus tausenden Flusskrebsen. In Deutschland war Norbert Prangenberg einer der ersten, der in den 80er Jahren mit Keramik arbeitete. Bekannt sind auch die Werke von Rosemarie Trockel. Keramik war für die Menschheit schon immer bedeutend. Bereits um 20.000 vor Christus nutzte man Ton als Rohstoff für Keramik. Porzellan, eine besonders feine Keramikart, wurde erst wesentlich später erfunden, um 620 in China. Erste Kunstformen gab es auch damals schon, hauptsächlich allerdings nutzte man Keramik für Gebrauchs- und Kultgegenstände. Vornehmlich wurden Keramiken erstmals zur Vorratshaltung für Gefäße hergestellt. Besonders dann auch bei uns in der Jungsteinzeit, als die Menschen sesshaft wurden und Ackerbau und Viehzucht betrieben, um dann ihre Produkte zu konservieren, aufzubewahren. Keramikkunst war lange Zeit verpönt. Schnell dachte man an Töpferkurse und Alltagsgeschirr. Viele Keramikkünstler wollen deshalb bis heute nichts mit dem Handwerk zu tun haben. Arnold Annen hingegen hat seine Karriere mit einer Töpferlehre begonnen. Am Anfang habe ich Gebrauchskeramik gemacht, Teekannen, Krüge. Und dann habe ich das alles aufgegeben in der Schweiz, bin nach Amsterdam gezogen. Und da hatte ich dann ein Jahr Zeit, um das zu experimentieren, was ich eigentlich schon lange machen wollte mit Porzellan. Bei seinen Experimenten ging auch einiges zu Bruch. Bis heute gelingt ihm nicht jede Schale, aber gerade das reizt ihn an seiner Arbeit. Und so wird Arnold Annen auch in Zukunft weiter experimentieren und dem Porzellan noch mehr abverlangen.